Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu den Bild 42 News vom 30. Mai 2024 in Project Zomboid. Man bestückt uns hier wieder mit neuen Informationen und man gibt uns sogar ein bisschen was über den Release nochmal mehr Preis. Sagt man das so, wie dem auch sei. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zuvor aber noch vielen, vielen Dank für die 1500 Abonnenten. Wir haben sie geknackt, sind jetzt bei 1509 und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Das ist sehr motivierend, auch wenn derzeit relativ wenig Content auf meinem Kanal kommt. Es wird sich wieder ändern. Ich befinde mich derzeit in Peru, bin nicht zu Hause. Aber ab Mitte Juni bin ich dann wieder da und da wird es dann natürlich auch wieder mehr Content geben. Also, wer noch kein Abo dagelassen hat, möge dies bitte gerne tun und schaut auch mal auf unseren Kanal. Da haben wir ganz viele Project Zomboid Tutorials, News-Videos, Mod-Videos etc. für euch vorbereitet. Schauen wir doch jetzt aber mal in die News vom 30. Mai. Glowing Ones heißen sie. Und hier rudert man erstmal ein wenig zurück, würde ich persönlich sagen. Man sagt jetzt hier, dass man quasi sich sehr ja auf das Crafting in Bild 42 konzentriert und dieses Crafting wird jetzt aber nicht in dieser Form wahrscheinlich erscheinen, wie sie es sich selbst vorgestellt haben. Diese Entscheidung wurde erst in der letzten Woche, also in der letzten Maiwoche getroffen. Es gibt noch viele Sachen, die noch instabil sind, unausgewogen oder auch fehlerhaft. Und man wird wahrscheinlich dann nach und nach mit Bild 42 zu Bild 43 das Ganze immer mehr verfeinern, beziehungsweise dann noch mit neuen Sachen bestücken. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich trotzdem noch ganz, ganz, ganz viele Sachen, wie jetzt beispielsweise im Handwerk, wird man trotzdem natürlich die Töpferei mit reinbringen, man wird die Holzbearbeitung, das Schmieden mit reinbringen, Flüssigkeitsverarbeitung, haben wir ja auch schon in den letzten News so ein bisschen was gesehen. Das alles wird schon kommen, aber wahrscheinlich nicht ganz so, wie sie es sich bisher vorgestellt haben, sondern einfach erstmal eine grundlegende Basis wird geschaffen. Man liest aber auch hier so ein bisschen heraus, dass man ja den instabilen Bild nicht unmittelbar vor der Nase hat. Heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Durch diese Neuanpassung der Pläne ist der Stapel an Dingen, die vor der Veröffentlichung erledigt werden müssen, viel kleiner geworden jetzt durch diese Entscheidung, die sie letzte Woche getroffen haben. Wie schnell man den Bild dann aber fertig bekommt, bleibt abzuwarten. Es wird einige Zeit dauern, bis das alles fertig ist. Wenn man sich aber in diesem Monat dann erstmal ein besseres Bild darüber gemacht hat, wird man wahrscheinlich genaueres nochmal dazu sagen können. Was ich aber da rauslese, ist, dass es nicht in diesem Monat kommt, dass es auch wahrscheinlich nicht nächsten Monat kommen wird, aber vielleicht schon in den darauffolgenden Monaten. Also, Sie bitten weiterhin um Geduld. Man möchte uns aber natürlich trotzdem schon etwas zeigen, was man im Bild 42 definitiv sehen wird, und das ist die Überarbeitung der Karte mit einigen neuen Details. Wir haben jetzt hier ein Bild vor uns und da sieht man auch, dass gewisse Gebäude einfach von oben sozusagen nochmal ein wenig detaillierter gestaltet wurden, die Dächer wurden detaillierter gestaltet, sogar die Kirche, die man hier auf der linken Seite noch sieht, die ist auch nochmal ziemlich gewachsen. Und das gilt für verschiedenste Points of Interests auf der Karte. Der gute Ayrton, wie er auch immer heißt, der ist da ziemlich gerade am Paffen und am Werkeln. Und genau darum geht es auch, ums Aufpolieren der ganzen Karte. Hier haben wir jetzt noch eine Police Station, die nochmal ordentlich, ja, eins draufsetzt sozusagen, hinten dann nochmal eine riesen Garage hat und alles, wo man dann auch nochmal das Dach besteigen kann. Danach geht man auf das Beleuchtungssystem in Bild 42 ein, denn da hat man auch ganz viel gemacht. Man hat es geschafft, jetzt langsam sich so ein bisschen auf die Farbwärme zu einigen, so dass das alles auch ein bisschen angenehmer aussieht. Hier sieht man jetzt, wie es im Bild 41 aussah. Dann hat man in der Mitte ein Bild von Bild 42, wenn nur so die kleinen Lampen an sind, quasi die kleinen Möbellampen.
Und dann hat man hier auch noch mal, wenn alle Lampen an sind, sieht man hier auch noch mal einen enormen Unterschied. Und ich finde, das Lichtsystem wird im Bild 42 scheinbar sehr, sehr geil gestaltet. Da freue ich mich schon drauf. Das bringt noch mal ein ganz anderes Ambiente, wie man auch hier außerhalb auf diesem Bild sieht. Und das ist etwas, wo man uns schon zusichert, dass das auf jeden Fall in Bild 42 kommen wird. Gleiches gilt auch für Neonschilder oder Außenbeleuchtungen und alles. All diese Sachen bringen nochmal viel mehr Charme ins Spiel. Danach geht's um Papers, Please. Der Unconet und der Verlias, die haben ein paar Assets bereitgestellt, mit denen man ja 3D-Modelle im Spiel sozusagen dann nochmal besser darstellen kann. Und da dreht sich alles um Zeitungen, heißt, die Lore wird nochmal ein Stück verfeinert. Man kann mehr einsteigen, man findet Zeitungen aus den letzten Tagen vor der Apokalypse, die einem nochmal ein bisschen mehr Lore mitgeben. Und das finde ich auch ziemlich cool, dass man die Sachen dann so öffnen kann, so ein bisschen in der Zeitung rumschmökern kann. Und das ist dann auch alles gebietsabhängig, also man wird in verschiedenen Gebieten natürlich auch dementsprechende Nachrichten lesen. Wo findet man diese Zeitungen? Sehr wahrscheinlich an solchen Zeitungsständen, wie man sie in Amerika so kennt. Was in den News besonders interessant für mich persönlich ist, sind die MP-Updates, also die Multiplayer-Updates für Build 42. Und da kommen sehr interessante Sachen zustande. Man arbeitet an der Möglichkeit für Server, anpassbare Anmelde- und Serververbindungsbildschirme mit einem Bild nach Wahl des Servers und einem zusätzlichen kleinen Server-Symbol zu erstellen. Finde ich sehr cool. Wir haben auch einen Server, unseren One Life Left Server. Wen das interessiert, schaut mal in die Beschreibung. Da habe ich unseren Discord verlinkt. Und dort findet ihr weitere Informationen auf unserem Discord, wie ihr zu uns gelangt. Zum anderen stelle ich ja aber auch noch weitere Server mit hier vor, wie zum Beispiel den Fallen Lands Server, der ein großartiger RP-Server ist. Also auch da gerne in die Kommentare schreiben oder mal unseren Discord joinen. Da verlinken wir euch auch natürlich sehr gerne weiter. Es soll verbesserte Anti-Cheat-Einstellungen geben. Diese konnten sich früher mehr als problematisch erweisen und die wurden jetzt aber verbessert. Über die Server-Optionen kann man jetzt jede Einstellung einzeln ein- oder ausschalten und auch Aktionen konfigurieren, wenn Cheats zum Beispiel erkannt werden, also dass man die jetzt einfach sperrt, die Spieler, sie rauswirft oder das einfach ignoriert, diesen Cheat. Es gibt dementsprechend ja einige Mods, die ja voraussetzen, dass man ein paar Anti-Cheat-Sachen ausstellt, weil man sonst vom Server fliegt. Das könnte damit dann behoben werden, wie beispielsweise Avi Interia, wo man von Ort zu Ort teleportiert wird und der Server das als Cheat erkennt. Man hat eine Schnittstelle zum Anzeigen der Berechtigung verschiedener Rollen wie Administrator, Moderator und Benutzer hinzugefügt. Und über diese Schnittstellen könnte man dann auch benutzerdefinierte Rollen hinzufügen und von dort aus die Benutzerberechtigungen für die neuen Rollen anpassen. Und eine absolut coole neue Funktion ist der War Manager, wie er hier so steht. Der soll zukünftig Server-Administratoren dabei helfen, Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen auf der Karte zu regeln. Heißt, alles ist da anpassbar, insbesondere Timer, Countdowns, aber im Wesentlichen wird während eines geführten Krieges der Safehouse-Schutz für alle berechtigten oder beteiligten Parteien deaktiviert. Was ich ziemlich interessant finde, dies geschieht, nachdem ein Krieg erklärt und akzeptiert wird, wobei abgelehnte Kriegserklärungen nach und nach vom Administrator gezogene Punkte irgendwie dann so, also da gibt es dann so Punktabzüge, die sie letztendlich ungeschützt lassen, wenn sie Kriegserklärungen zu lange hinauszögern. Also das wird sehr interessant mit dem Safehouse-System, dass man wahrscheinlich dann so raiden kann in der Richtung, wie man es auch aus anderen Spielen kennt. Aber der Admin hat da viel Zugriff bzw. Eingriff. Und zum Schluss geht man nochmal auf Kleinigkeiten ein, so kleine Details, die aus der Kunstabteilung kommen, schreibt man hier. Das sind so kleine Gegenstände, die man in Häusern findet natürlich, die man aber auch bei Zombies finden kann. Ziemlich coole Sachen. Ziel dieses Monats waren jetzt Schlüsselanhänger. Jetzt sehen wir hier auch schon,
gibt's ganz verschiedene neue Schlüsselanhänger, ob es jetzt hier der American Eagle ist oder ein Bart oder ein blauer Fuchs, was es auch immer ist, was das Herz begehrt. Man hat jetzt verschiedenste Schlüsselanhänger, also wirklich kleinste Details, um die man sich jetzt derzeit kümmert. Und das waren aber auch schon dann die News. Also es ging wirklich fix. Heißt, wir können immer noch warten. So viel steht schon mal fest. Aber es geht voran. Ich hoffe, dass man uns in diesem Monat jetzt, also im Juni, noch mal ein bisschen mehr Informationen geben kann, wie weit man denn jetzt wirklich ist. Bleibt einfach mit mir am Ball, abonniert meinen Kanal, schaut immer mal gerne rein und ihr werdet natürlich nichts verpassen. Ich werde auch das nächste News-Video wieder machen und wünsche euch eigentlich in diesem Sinne auch schon einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, ich hab euch lieb.